Der bleibt hier, auch wenn es Tag wird. Da oben, oh, ist der Schrein. Wie komme ich da hin? Ist aber cool, dass es hier eine Stadt gibt. Aber wo zum Teufel bin ich hier? Was ist das für eine Gegend? Das letzte Mal, dass ich einen Strand gehabt habe in einem Zelda, das war, glaube ich, bei... Das ist so richtig Strand. Und so Feeling in die Karibik und so. Das gab's bei Majora's Mask. Das letzte Mal. Twilight Princess kann ich mich nie erinnern, dass es da mal einen Strand gab. Und wenn man bedenkt, dass das noch nicht mal alles ist, was die Switch kann, dann könnte die nächste Welt sogar um einiges größer sein. Wäre aber cool, wenn es dann um eine andere Welt geht als in Hyrule, weil Hyrule haben wir ja schon als riesige Welt. Und es rechnet nicht mehr, das heißt, ich kann klettern. Was ich nicht mal brauche, weil der Link, der kann auf einmal Wände hochlaufen. So, kann man schreien. Jo, Maho-Schrein. Komm, das überspringen wir jetzt auch. Das überspringen wir. Das muss schnell gehen. Das Einzige, was ich nicht überspringe, ist das, was jetzt kommt eigentlich. Setze den Feuerwehr, trock das krasse Brand und besiege mehrere Gegner auf einmal. So geschickt bin ich nicht. Zumal ich komme vor Feuerpfeile ab. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Yao Mao. Namen der Göttin Heiliger soll geprüft werden. Die Trickkiste. Wie ich sehe, muss ich. Erstmal, wenn du in der Kiste bist, gib mir deinen Schatz. Wie dafür ist kein Platz. Ach komm, verpiss dich! Thank you.
ich die Kiste. Naja. Das glaubt noch gebraucht. Und sowas denkt auch glaubt keiner. Erstmal hole ich dich runter. Obwohl. Nee. Ich will doch erst zur Kiste. Interessant, dass die nicht komplett runter geht. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch vier von denen. Hatte ich schon Schwereres. Ich kann mir schon wieder ein Ausdauerding holen. Ich will wenigstens einen zweiten Kreis haben. Wow, wir haben 44 Schreine fertig. Und es soll 100 geben, habe ich gehört? Kann nicht stimmen. 50. Nee, 50 ist auch zu wenig. 100 ist... Es gibt niemals 100 Schreine. So, jetzt wüsste ich aber zu gern... Das Gebiet kommt noch ein riesig vor. Es geht nämlich nur bis hier. Pferd, wir müssen weiter. Ich weiß noch nicht, wo weiter ist. Vielleicht muss ich da irgendwie rauf. Ja, was? Schuhe, ach so. Ich hab mich verbrannt. In der Falle. Okay. Wir verlassen Angelsteck und ziehen weiter. Ich glaube, ich habe was Neues entdeckt. Oder sind das die Bananen? Das scheinen die Bananen zu sein. Der ist nicht allein. Wachsen hier? Ich hab mich schon mal gewundert, wo die eigentlich wachsen. Oh, da oben ist noch. Ist noch was drin. Ein Gerudo? Ein Gerudo? Was macht die denn hier? Ich hab aber keine Quest. Okay, genau. Den Strand entlang! Das ist ein blauer. Ich dachte, das wäre jetzt ein anderer. Oh, okay, das ist ein blauer.
glaube, hier komme ich nicht mehr weiter mit dir, Kleiner. Okay. Das wird interessant. Haben wir irgendwas, womit wir... Ja, genau. Ich will aber Feuerstein! Warum Feuerstein? Wenigstens eins! Rüstungskrabben! Ah, ich glaube, ich brauche was Effektiveres, wie zum Beispiel das! Das Schwert! Yay! Was ist das? Der hat ein Rätsel für uns wahrscheinlich. Kann ich dir behilflich sein? Ah! Oh, tut mir leid. Bei ganzen Gedanken war so ein... Kann ich etwas... Wie kann ich dir mit etwas helfen? Was machst du da? Ich war gerade damit beschäftigt, diese Steintafel zu untersuchen. Das ist keine Steintafel. Das ist ein Teil des Spiegels. Aus Twilight Princess. Dieser Ort... Fühlt sich sehr spirituell an, oder? Mir gefällt es hier sehr und ich komme oft hierher. Vielleicht spielt das Spiel auch hinten nach Twilight Princess. Eine andere Möglichkeit finde ich, wüsste ich ja nicht. Ich bin zwar der Meinung, dass hier auch alle Zeitzonen zusammengeknallt sind wieder. Um wahrscheinlich wieder auseinander zu driften, weil es gibt zwei Endings oder so. Telefon. Nummer kenne ich nicht. Ah, tut mir leid. Ich habe kürzlich entdeckt, dass eine Art Schrift in die Steintafel eingraviert ist. Als ich begonnen habe, also habe ich mit meiner Untersuchung begonnen, um die Bedeutung herauszufinden. Ich helfe dir. Auf jeden Fall zumindest sieht die Steintafel aus wie ein Teil des Spiegels. Oh, du bist also genauso wissbegierig wie ich. Aber vielleicht sieht es anders aus. Die Steintafel war einst weitaus größer, doch sie wurde von dem Erdbeben vor einer Weile zerstört. Also, wenn du wirklich helfen möchtest, könntest du dann nach den verstreuten Steinfragmenten ausschalten. Das Fragment müsste die gleiche Gravur aufweisen wie diese Tafel. Wenn du ein Fragment findest, könntest du es mir zeigen. Ein Bild davon würde mir schon reichen. Ich bleibe hier, um dieses Teil der Steintafel wieder zu erforschen. Hier eins noch. Nachts leuchtet die auf der Tafel eingravierte Schrift in einem grusigen Licht. Also solltest du die Fragmente... nachts sehr viel einfacher finden. Eines der Fragmente solltest du hier in der Nähe sein. Das solltest du zuerst suchen. Soll ich das auch fotografieren? Okay. Finde natürlich fotografiere ich gern, aber es sieht wirklich nach Twilight Princess aus. Was haben wir denn? Wo bin ich hier, verdammt nochmal? Wie riesig das ist. Es geht ja hier. Da geht's noch weiter. Ich muss sagen, dieser Ort gefällt mir. Machen wir so Sightseeing hier. Was zum?
Natürlich. Ich wollte doch keinen Pfeil abschießen. So, Lichtschuppenpanzer. Album, Ritterschild. Boomerang. Den hatte ich aber schon. Ist noch irgendwas, was ich noch nicht fotografiert habe, irgendwie? Doch, sonst habe ich ja fotografiert. Wie das? Ich bin hier jetzt. Ich muss da irgendwie rauf. Vielleicht von hier aus. Ich habe ja den Turm noch gesucht. Aber was wir hier alles noch entdecken. Ist es gut, auch manchmal nicht alleine auf Entdeckung zu gehen? Ich dachte, das wäre jetzt hier. Ich weiß nicht, wie ich darüber komme. Boah. Naja, dann beende ich erstmal die YouTube-Aufnahme. Und guck mal, dass ich einfach mal da irgendwie drüber komme.